Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Herzlich willkommen zu unserem ersten Online-Seminar. Wir warten jetzt noch ein paar Minuten. Wir erwarten noch ein paar Zuhörer. Und dann starten wir mit unserem Online-Seminar. So, wir haben jetzt eine Minute nach 1 Uhr. Wir wollen pünktlich starten. Noch einmal herzlich willkommen zu unserem ersten Online-Seminar unserer sechsteiligen Reihe Profis im Dialog. Unser Thema heute lautet Grünlandmanagement in Zusammenhang mit der Futterqualität, Einfluss des Schnittregimes. Es geht also darum, wie wir Gräser richtig schneiden können. Sollten Sie Interesse an weiteren Terminen haben, schauen Sie auch gerne nochmal auf unserer Webseite unter www.dsv-saaten.de. Hier finden Sie auch noch spannende Informationen zu unserer 100-jährigen Geschichte, denn die DSV feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum. Mein Name ist Luisa Lilienkamp und ich übernehme heute die Moderation dieser Veranstaltung. Ein paar organisatorische Worte zum Ablauf vorweg. Während dieses Online-Seminars sind Sie als Zuschauer stumm geschaltet und auch über Ihre Laptops und Computer sichtbar. Für Fragen und Anmerkungen nutzen Sie gerne die Chat-Funktion und wir werden dann am Ende des Vortrags darauf eingehen. Dieses Seminar wird aufgezeichnet und wird später auch noch online zur Verfügung stellen. Ein paar Worte zu unseren Referenten. Heute werden referieren Maren Timmermann. Maren hat in Soest Agrarwissenschaften studiert und arbeitet seit dem November 2020 als Produktmanagerin für Futtergräser bei der DSV. Hier liegt ihr Fokus besonders auf unserem Country-Programm. Das heißt, es geht um Gräsermischung für den deutschen Markt. Außerdem ist sie eben die fachliche Ansprechpartnerin für unseren Außendienst. Und unser zweiter Referent ist unser Kollege Luc Maas von unserer Zuchtstation in Venzelde-Heide in den Niederlanden. Luc hat Animal Science in Wageningen studiert und arbeitet bereits seit dem Februar 2015 bei der DSV. Luc arbeitet als Produktmanager Forage Quality. Das bedeutet, er ist ein Bindeglied zwischen der Gräserzüchtung, dem Produktmanagement und dem Vertrieb. Und Luc's Aufgabe ist es sozusagen, das Wissen aus der Gräserzüchtung so zu übersetzen, dass er dem Metabolismus der Wiederkäuer dient. Dazu testet er verschiedene neue Gräsermischungen der DSV auf dem Versuchsfeld der Zuchtstation in Venzelde-Heide, generiert daraus Daten, die daraufhin dazu dienen, die Mischung ideal für den Bedarf der Milchkühe zu adaptieren. Ich wünsche viel Spaß bei der Veranstaltung und übergebe jetzt das Wort an Maren. Ja, vielen Dank, Luisa. Von meiner Seite auch nochmal ein herzliches Willkommen. Sollten wir akustisch nicht ganz so gut zu verstehen sein, dann einfach kurz eine Anmerkung in den Chat. Dann versuchen wir lauter zu sprechen bzw. näher ans Mikro zu kommen. Genau, wie Luisa gerade schon kurz in der Einleitung gesagt hat, werden Luc und ich heute über das Thema Ehren- und Rüstenschieben referieren und dabei schauen, welchen Einfluss das Ehren- und Rüstenschieben auf die Grundfutterqualität hat und wie man vor allem mit diesem Wissen, was halt zum Zeitpunkt des Ehren- und Rüstenschiebens passiert, dann auch das Schnittregime besser vorausschauen kann beziehungsweise da einfach besser vorplanen kann. Ich werde jetzt zu Beginn einmal den allgemeinen Hintergrund erläutern und Luc wird dann im Anschluss ins Detail gehen und dann den Fokus darauf legen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Genau, jetzt können wir die Folien auch alle komplett sehen.
Genau, das Ehren- und Rüstenschieben bei Futtergräsern. Ja, ich denke mal, weit verbreitet ist diese Redewendung, den ersten Schnitt sollte man kurz vor dem Ehren- und Rüstenschieben machen. Doch warum das Ganze überhaupt so ist, darauf wollen wir jetzt halt im Detail weiter eingehen und vielleicht hier kurz mal zur Einleitung, was überhaupt beim Ehrenrüstenschieben der Futtergräser passiert. Also rechts sehen Sie halt eine Abbildung mit ja, dem Verhältnis der Zellwand und dem Zellinhalt einer Pflanze. Und diese Grafik verdeutlicht halt ganz gut, wie sich das Verhältnis von Zellinhalt und Zellwand verschiebt. Also zum Termin des ersten Schnittes, also vor dem Ehrenrüstenschieben, hat man halt einen überwiegenden Teil an Zellinhalt in der Pflanze und einen geringeren Anteil Zellwand. Und ja, mit fortschreitender Vegetation hin zur Blüte verschiebt sich dieses Verhältnis halt und die Pflanze hat halt einen höheren Anteil Zellwand. Und vielleicht so als kleine Faustregel, um sich das nochmal genauer vorzustellen, also man hat halt pro Tag nach dem Ehrenrüstenschieben 0,1 Megajoule NEL weniger Energie in dem Grundfutter, also eine verminderte Grundfutterleistung in dem Fall. Und was besonders wichtig ist, nochmal der Aspekt, dass sich gerade bei der Zellwand das Verhältnis oder der Anteil von Lignin erhöht, sprich, dass ich halt, je länger ich über diesen Punkt des Ehrenrüstenschiebens hinauskomme, einen höheren Anteil Lignin in der Pflanze habe. Und Lignin ist halt der unverdauliche Pflanzenbestandteil, der halt für den Wiederkäuer schwer abzubauen ist, beziehungsweise gar nicht abzubauen ist. Genau, und damit würde ich eigentlich schon direkt die kurze Einleitung beenden und an meinen Kollegen Lux abgeben. Ja, yes, vielen Dank, herzlich willkommen allemal. Ich bin von den Niederlanden und ich probiere alles hier jetzt in Deutsch zu reden. Es könnte sein, dass ein holländisches oder ein englisches Wort zwischendurch ist, aber wir gehen mal los. Erstmal die ganze Hintergrund von das ganze Thema. Da erstmal anzufangen mit, siehst du hier in Figur, mit dem Ertrag, Wachstum pro Tag in trockener Masse. Es ist eigentlich, die ganze Jahr kann, denke ich, jedes Bauer und jedes ja, Advisor, dass du im Frühjahr noch nicht so viel Wachstum hat und da wird höher, weil die Temperatur wird größer und so. Dann Mai, Juni ungefähr ist am Top, du hast richtig große Ertrag, Wachstum pro Tag und langsam wird das wieder weniger. Und das ist eigentlich die erste Frage, die ich auch mich selber gestellt habe, ist, was hat das mit zu tun? Ist das Temperatur, Niederschlag, Wasser, wie viel Sonne ist da und vielleicht auch noch etwas zu tun mit Ehr- oder Riesscheibe? Und das ist eigentlich das Wichtigste heute, was hier passiert, dass das letzte Punkt, die Ehre, einen riesigen Effekt hat auf was passiert und normalerweise normal richtig da Mai, Juni, so die Höhe da, bin ich da, und richtig niedrig werde, was da der Hintergrund von ist. Das hat ganz viel mit Ehr- und Rissbeschiebe zu tun. Und da möchte ich gerne etwas weit drauf durchgehen. Dann erstmal ganz wichtiges anzufangen, was ich auch in Literatur gefunden habe, ist eigentlich den jährlichen Zyklus zu erklären. Und ja, fange ich mal an mit dem Winter. So im Winter ist das eine lange Periode richtig kalt und wir nennen das in Züchtung die Fermentation. So eine Periode, dass das kalt ist, den Pflanzen raus ist und eigentlich nicht wächst und nur kalt ist. Dann hat den Pflanzen lange Zeit kalte gehabt, dann kommt das nächste Periode, das ist die Frühling. Und da kann ich eigentlich sagen, in unserem Thema nennen wir das die generative Pflanzenteil. Und das meinst, das ist das Material, was Winter gehabt hat, kalte gehabt hat und damit Energie hat und denkt, jetzt ist das schön Frühling, ich gehe mal dran und ich habe eine höhere Wachstumsrate. So viel Gras, was da aufkommt. Dann kommt ein Moment, dass dann, ja, Mai, Juni ungefähr, kommt die Wachstumskegel, so die Ehre kommt hoch. Und dann kann das sein, dass du nichts machst, die Ehre kommt richtig hoch und blutet. Oder das Tier kommt, frisst das weg. Oder der Bauer kommt und schneidet das weg. Und dann kann es so sein, dass eigentlich das Ende von dem Periode ist dann da. Und dann kannst du denken, ja, ist das richtig so? Gibt es Unterschiede oder wie kann ich das in Praxis mal probieren, ja, zu erklären? Das ist das Schöne, dass wir zu Hause mit meinem Vater und ich auch einen Bauhof haben, einen Müllviehbetrieb. So alles, was ich bei der DSV lerne und sehe, probiere ich auch zu Hause mal nochmal zu sehen und zu testen. So was haben wir zu Hause gemacht, in ungefähr anderthalb Jahr her, 2021, haben wir die erste Schnitt Ende Mai geschneidet.
Dann eine kleine Woche später habe ich hier ein Foto gemacht. Siehst du hier, die meisten Ehre und Rissen haben wir dann mit 31. Mai weggeschneidet. Und hier siehst du dann eine Woche später ein bisschen grün, ein bisschen braun. Und was ich dann erkläre, hier ist eigentlich, siehst du hier, was passiert oder was ist passiert. Hier siehst du all die Gräser, die sind dann mit 6 cm oder so, haben wir das gemäht. Und das war dann, was im Winter war, haben wir weggemäht. So die Wachstumskegel oder die Apex, kommen wir später nochmal besser drauf. Das ist die Growing Point, kannst du sagen, weggenommen. Und was siehst du hier? Hier kommt ein neues Ding. Und das nennen wir einen Trieb. Und hier siehst du das auch. Und da siehst du eine. Und da siehst du eine. Du kannst eigentlich sagen, Vernalisation. Und dann kommt die Frühling, schneidet die Growing Point oder die Apex weg. Und dann kommt das neues Material. So, das ist eigentlich ungefähr die Zyklus. Und da musst du denken, als ich die alte Triebe, so die Wintergrad haben, lange stehen lasse, die dominieren die neue. Weil die neue sind jung, kommt nicht so viel Licht drauf. So, da musst du auch Achtung drauf haben, dass das negativ ja, sein konnte. Also ich zu lange warten, zum Beispiel in die erste Schnitt, haben die so viel Dominanz, dass die junges Material eigentlich ja, viel Zeit braucht, um dann schön zu werden. Und das ist ganz interessant, zum Beispiel, wo ich im Dorf wohne, hinter uns ist ein Bauerhof, ein Hobbybauer mit was Schafe. Und die ist zum Beispiel, die hat eigentlich nichts gemacht. Die wartet, Ende Mai, Anfang Juni. Und da siehst du eigentlich alle, ja, Ehren sind da gekommen. Die haben richtig dominant gewesen auf das neue Triebe. Und da siehst du hier auch ein Bild eigentlich zurück. Ganz gold, grau, gelb. Und das dauert dann 3 Wochen und da kommt eigentlich kein Grün. So viel Dominanz kann da sein. Auch interessant, da rechts neben ein anderer Bauer hat das anders gemacht und da ist alles schön grün. Aber doch ist das gleiche Fläche ungefähr, nicht dass ein bewassert ist oder einer nicht. Und da siehst du die Unterschiede, die möglich sein, nur bei was passiert mit so einem Zyklus. Und hier noch ein Bild Höhe gemacht und auch in Höhe siehst du hier, dass das Altmaterial und auch schön wieder ein neues da ist. Da ist immer die gleiche Pflanze mit der gleichen Wurzel, aber ein neues Trieb, der aus dem Wurzel kommt. Und damit kommt eine Energie aus Wurzel noch ein neues. So, das ist eigentlich dann die ganze Zyklus. Und das ist auch schon zurück. Was passiert hier? Mai, Juni ungefähr ist die Ehreschiebe da. So, was ist da eigentlich? Sind die Fernalisation der Pflanzen von Winter sind da kaputt, weil die Apex ist weggenommen. Und das neue Material hat noch keinen Winter gehabt, so ist noch nicht so stark und dauert viel länger, wie das richtig gut ja, wächst. Und damit ist damit die Ertragwachstum pro Tag weniger. Und das dauert dann das ganze Jahr und das Material, was hier neu bekommen ist, kommt im nächsten Jahr, bekommt der Winter und wird dann groß nächstes Jahr. So, das ist eigentlich der Unterschied, was im Gräserbereich dann passiert. Und jetzt reden wir normalerweise viel über die deutsche Weidelgras, weil es gibt noch kleine Unterschiede. So, das ist dann eigentlich der Hintergrund, was ich dann ja, mit Literatur auch gelernt habe und ja, verstehe ich dann. Und dann kommt die Praxis auch zu Hause und dann denke ich, ja, da möchte ich gerne etwas mit probieren. Ganz viel gelernt, so erstmal eine Planung machen, was ich dann zu Hause machen möchte. So, zu Hause haben wir ein Fleck von ungefähr 14 Hektare. Da haben wir Millimore 15, kurz gesagt eine Mischung mit Schnitt- und Weidemischung, mit ganz viel Deutsch Weidegras und ein klein bisschen Liesgras drin. So, mein Plan ist eigentlich dann, habe ich gesagt, die letzte Woche Mai, erste Woche Juni oder so, dann kommen die Ehre da. Das ist so. Dann denke ich, ich probiere mal einen Schnitt zu machen, dass ich dann die Ehre da habe, dass sie noch nicht extrem groß sind, so die Ertrag da ist, aber Qualität noch nicht mehr runtergegangen ist. So was denke ich dann. Da muss ich eigentlich sagen, da muss ein Schnitt sein. Und dann sage ich, dann möchte ich gerne den zweiten Schnitt da haben. Was lernst du da nicht mehr? Kannst du sagen, normal braucht ein Schnitt ungefähr 4-5 Wochen, für genug da gewachsen ist für einen neuen Schnitt. Und die Zeitraum braucht auch die Düngung, um von Stickstoff Proteinquelle zu haben, mit einer guten Proteinquelle. So, das dauert dann ungefähr 4-5 Wochen. Als ich das dann mal kalkuliere, kann ich eigentlich sagen, zweite Schnitt möchte ich Ende Mai machen. So, erste Schnitt, eine Monat früher. So, dann kommst du letzte Aprilwoche oder erste Woche Mai. Unsere Situation zu Hause in den Niederlanden. So, jeder Standort ist ein bisschen anders. Ich sage, unsere Gräser
die machen die eher Ende Mai, konnte sein in Norddeutschland, Süddeutschland, was da ein klein bisschen Unterschied ist. Aber hier ist eigentlich der Hintergrund, dass für jeden Bauer, dass du lernst, wie das funktioniert und dann kannst du das später auf eigenen Betrieb probieren, damit zu arbeiten. So, das war die Planung, die ich habe. Soweit gesagt, ich bin nicht allein zu Hause, sondern mein Vater und sie hat auch eine Idee. So, ja, dann in Praxis, wie gehen wir das machen, die Planung? Zuerst mal ein halbes Jahr dafür, so, dann gibt es Herbst 2020. Hast eigentlich die ganze 14 Hektar, war eigentlich, ja, sporadisch war in zwei Blöcke geteilt. Die erste Block haben wir noch ganz lang geweidet, aber dann am Ende nicht mehr. So, da war noch ganz was Kräher da, die Masse war nicht da, so ein bisschen mehr Masse im Winter gegeben. Das zweite Block daneben haben wir noch spät abgeschnitten, so gemäht, Silage gemacht und dann, ja, was richtig klein im Winter gegeben. Dann kam Frühjahr 2021, so alles hat Fermentation gehabt. Dann war dann ein bisschen nass, war nicht möglich, organische Verdünnung zu machen. So haben wir nur mineralisch gemacht, aber das ist jetzt kein Ding in diesem Thema. Aber das haben wir gemacht. Dann war das, was ich gesagt habe, letzte Woche April, erste Woche Mai. So die zweite Mai haben wir gedacht, ja, jetzt sind wir dran, ich möchte gern schneiden, mähen. Erster Block, ja, war schöner Tag. So haben wir gedacht, das machen wir. Aber mein Vater hat dann gesagt, ja, mach hey, zweiter Block. Da steht aber überhaupt noch gar nicht so viel. Vielleicht ein bisschen spät gedüngt, ein bisschen nass. Und von letztes Jahr war da noch nicht so viel Wasser. So, das machen wir nicht. Das ist nicht kosteffizient, um die Lohnung von jemandem anzurufen, für 2 Tonnen Trockenwasser nebenzukommen. Das haben wir nicht gemacht. So, wir haben den ersten Block geschneidet und dann ungefähr 10 Tage später, also den 13. Mai, haben wir den zweiten Block geschneidet, weil dann war da genug Ertrag in den 10 Tagen extra. Erster Schnitt. Dann haben wir gesagt, ja, 4-5 Wochen später möchte ich gerne die zweite Schnitt machen. In dem Zeit, dass auch die Ähren da sein. So, siehst du, am 9. Juni haben wir das gemacht. Und dann war das ja praktisch, arbeitstechnisch haben wir gesagt, wir gehen nicht zweimal die Silage nochmal zweimal neu machen, so alles in einen Schnitt, die zweite Schnitt. So, für das erste Block war das dann, als wir kalkuliert, ungefähr 5 Wochen später. Und für das Block 2 war das, was ich gesagt habe, die Minimum ungefähr 4 Wochen später. So, das ist, was wir gemacht haben. Und dann ist interessant, was hat passiert? Erstmal, was hat passiert? Und später komme ich nochmal zurück, warum ist das so und was kann ich erklären? Erstmal zu sagen hier, siehst du, im Block 1, so, das ist hier ein Foto, 1-2 Tage vor die zweite Schnitt. Jetzt ist eigentlich Höhertrag und viele Ähren. Siehst du hier die, siehst du doch, ja, vielleicht schwierig zu sehen am Foto, aber kannst du hier sehen, das ist so. Dreh 180 Grad nach dem zweiten Block, der richtig daneben war, siehst du hier. Hier kannst du eigentlich sehen, schwierig zu sehen, aber der Ertrag ist etwas niedriger. Aber was du doch sehen konntest, ist hier eigentlich siehst du nur Blattmasse und fast kein Ähren mehr. Dann bin ich gespannt, ob die Video hier arbeitet. Und dann mache ich das nicht. Mal die Video gehe ich mal weiter. Was wir hier sehen können, habe ich mir ein Video gemacht. Das ist hier richtig ein bisschen so grau-silberes Farbe von all die Ähren, die es ist. Und die andere Seite, die Block 2, war fast kein Ähren. Das ist dann 2 Tage vor dem zweiten Schnitt. Gehe ich weiter. 11. Juni, so 2 Tage nach dem zweiten Schnitt. Was siehst du hier? Links und rechts. Ganz interessant, die gleiche Mischung, gleiche Düngung, einziger Unterschied ist früher gemäht oder etwas später gemäht. Und siehst du zurück in den zweiten Schnitt, weil der zweite Schnitt war auch schon auf dem gleichen Tag gemäht. Siehst du Unterschied, ein bisschen Farbe, ein bisschen Gelb, ein bisschen Grün. Dann komme ich 2 Tage später nochmal zurück. Jetzt stehe ich in Block 1 und 100 Meter weiter ist die Block 2. So, nur 4 Tage nach dem zweiten Schnitt. Riesenunterschied. Gelb, braun oder frischgrün, kannst du sagen, da können in einer Woche können die Kühe da mal drauf. Und das ist eigentlich genau, was dann passiert, was ich jetzt erklärt hatte. Und das probiere ich dann eigentlich jetzt zu machen, so Theorie und die Praxis zusammenzubringen. Schnitt 1 war am 2. Mai. Da war Block 1, wo wir hier übersprochen. So, die Apex, die Growing Point. Die Wachstumskegel, was ich gesagt habe, war zum Beispiel auf 6 cm, war unter den 7. Bei den 7 ist dann, wie höher ich alles abgemäht habe.
Sofort habe ich eigentlich die Arbeit noch nicht mitgenommen, ist nicht gekopft. Was passiert dann, also nochmal zurückgehen nach den Figur hier, die Wachstumskegel ist nicht kaputt, so das bleibt noch immer das gleiche Pflanz, die Winter gehabt hat, so die bleibt da, dass die Wachstumsrate richtig hoch bleibt, so steil. So eigentlich optimal bleibe ich lang wie möglich eine höhere Wachstum pro Tag haben. Einzige, was im Hintergrund ist, ich habe die Ehre noch nicht weggenommen, so die Pflanze hat noch immer das Gefühl, ich muss dieses Jahr mal Ehre machen. Und die kommen dann ja im zweiten Schnitt, im Ende Mai, Anfang Juni. Und das ist dann hier eigentlich, die zweite Schnitt haben wir dann gemacht, lange gewartet und da haben wir gesehen, dass es ungefähr 5 Wochen zwischen war und es war dann vielleicht ein bisschen zu lang gewartet, da war auch richtig viel große Ehre da und die haben dominiert an das neue Triebe, die ganz klein waren. Und das ist auch hier dann zurück, dass eigentlich das Gelb bleibt und damit ja ein höherer Ertrag war. Und ja, das extra neues Material dann hinter dauert dann lange, weil das dominant und nicht dominant war. Gehen wir nach das zweite Block. So, die haben wir dann 10 Tage später gemäht. Ja. Auch auf 7 cm abgemäht ungefähr. Und das ist so, dass ein Teil von den Wachstumskegel in die 10 Tage hochgekommen sein und 8, 9, 10 cm hoch waren. Muss man mal denken, das ist nicht immer genau. Das ist immer eine Mischung, also ein bisschen eine frühe Sorte, eine spätere Sorte. So großteilig war ungefähr alles über 7 cm. Habe ich das alles gekopft. Was hat dann passiert? Die Pflanze ist dann, sag mal, tot. Da muss Neues kommen. So damit. Das neue Material hat keinen Winter gehabt, so eigentlich die Wachstumsrate ist nicht so steil mehr, die ist ein bisschen niedriger. So damit hast du auch gesehen im Video, Foto, die Ertrag war ein bisschen niedriger. Einziges Glück war da, dass ich dann meiste Apexe der Wachstumskegel gekocht hat, so damit war da kein Ehre mehr. Und damit viel mehr Blattmasse und weniger Ehre. Und haben die auch nicht so dominant gewesen auf das neue Material, weil ich war früher. Die habe ich ganz früh weggenommen, so im Mai und nicht im Juni. Und damit auch ganz schnell das neue Material grün geworden war für Weide. So, das ist eigentlich das Erste, was wir dann ja, literaturtechnisch gelernt haben, auch probieren zu Hause zu sehen, wie das funktioniert. So richtig interessant. Und damit ist auch ganz interessant, nicht nur erste Schnittsilage, zweite Schnittsilage, um eine höhere Ertrag und Futterqualität zu bekommen von Milchproduktion, aber ganz viele Gräser gehen auch in Kühe via Beweidung. Und das kann, denke ich, alle. Beweidung ist interessant, aber Stängel und Ehre und Beweidung geht nicht zusammen, weil dann kommt die Kühe nicht mehr so froh dran. Ich kann eigentlich sagen, Blätter ist immer schmecklich, Stängel sind nicht so schmecklich. Also Sommer ist ein trockener und dann im Allgemeinen frisst die Kühe alles. Aber als das vooral nass und Regen, dann hast du ein Problem. Dann hast du die Kühe den ganzen Tag nur und sie gehen raus, gehen rein und fressen nichts. Aber was hat damit zu tun? Erst nochmal ganz interessant, als dann die Ehre da sein oder die Rispe, ist das auch interessant? Ja, ist ein Problem? Nee, weil dann kannst du auch ganz viel lernen und hast auch einen Termin, dass du sagst, hier, dann kann ich gerne lernen, was ich in Flecken habe und was ist eigentlich die Qualität? Habe ich gute Gräser, deutsche Weidegras oder eine schlechte Gräser? So, als wir dann in Praxis mal gucken nach Beweidung und Ehrrispen schieben. Es ist so im Frühjahr ganz früh, dass die Gräser da sind, Kühe gehen raus, aber dann kommt das Moment, dass so richtig ein steep Heading von dem Wachstum ist, so richtig große Wachstum pro Tag. Und normalerweise ist es immer so, dann können die Kühe nicht fressen, was da extra wächst pro Tag. Auch zu Hause, dann sagst du, hier haben wir 5 Hektar, dann machen wir alle Beweidung. Letzte Hektar von den 5 ist das so groß, dass eigentlich sagt, eigentlich muss ich das schneiden, nähe, weil die Kühe fressen das nicht mehr. Und das siehst du eigentlich hier auch mal zurück. Was siehst du hier? Die Kühe fressen noch immer das Gräser. Aber was siehst du hier? Was fressen die eigentlich nur noch das Blatt, was oben die Wachstumskegel ist? Hier siehst du die Ehre mal kommen. Und hier, so, kann ich hier nochmal sehen. Hier fressen alles ab. Hier siehst du weggefressen, weggefressen. Aber normal muss die Kühe eigentlich ab 3-4 cm alles wegfressen. Aber hier fressen er ab 15 cm oder so alles weg. Es hat 2 Tonnen Trockenmasse. Da siehst du das. Stängel ist nicht schmecklich, Blatt ist schmecklich. So, das ist doch ein Riesenproblem, denke ich, für alle Bauern. Weil das so ist und es geht weiter,
dann wird das richtig nicht homogen, das ganze Parzell. Na, hast du da etwas gräser, dann scheiße, die Kühe irgendwas in der Gülle da. Dann, ja, das ist problematisch. So, ja, was musst du da damit? So, eigentlich ist da der Hintergrund, Gras macht immer Ehre oder Rispe. Ist so, können wir nichts mehr machen, das ist Natur. Dann ist es eigentlich normal mit Beweide probieren, das so schnell wie möglich das loszuwerden. Dass das einmal ist, ist so, aber dann mach das mal, weil dann das nächste Mal und nächste ganze Saison die Kühe dann nicht mehr so ein Problem mit hat. Ja, was musst du daran denken, theoretisch und praktisch, was du machen kannst? Kannst du sagen, ich mache mal eine Mischung, weil die Risiko und Ehre schiebe nebeneinander sein, so eng. Ganz interessant und ja, gutes Idee, aber im Hintergrund, im Kopf, denk nochmal an, was wir hier erklärt haben. Das war auch eine Mischung zu Hause, so eine Mischung und doch durch nur an das Schnittmanagement von dem ersten Schnitt richtig Unterschied bei dem Rest von das Jahr. Und das ist auch, was man mit Beweidung macht. Ich kann sagen, ich habe eine Mischung mit einer engen Heading Date. Was die Kühe so etwas fasst und so nicht, bekommt da Unterschiede. So, das bleibt immer, dass durch Beweidung die enge Gruppe nicht super eng wäre. So, das ist ein Ding, was ja, im Hintergrund dabei sein sollte. Kannst auch noch sagen, hörst du mal, ich muss mal eine frühe oder eine späte Sorte haben. Die später sind später mit Ehre, so ist besser für Beweidung. Ist auch so, aber kannst auch mal denken, ja, was mache ich damit zu Hause? Ja, kann ich auch mal so denken, als ich eine frühe Sorte habe, meinst, dass sie früher im Jahr schön wächst. Und da kannst du auch sagen, kann ich früher meine Kühe in Weide bringen und habe früher schön Ertrag und Futter für die Kühe. Und bei später bist du doch 2-3 Wochen später. So, da hast du auch mit zu tun. Kannst auch denken, vielleicht muss ich sagen, als ich 2-3 Flächen habe, nehme mal verschiedene, dass ich auch Stufen machen kann. So ganz viele verschiedene Dinge, womit du, ja, da ist nicht eine Lösung, aber was du im Hintergrund mitnehmen kannst. Wichtig ist, denke ich, das Management dabei. So, eigentlich musst du versuchen, jede Ehre oder Rispe wegzunehmen. Und wegnehmen meinst, da muss gefressen werden oder das muss einmal gemäht werden. Und dann denke ich, da musst du nicht so früh schneiden. Weil, als ich so früh schneide, meinst eigentlich, dass noch nicht alle Wachstumskegel hoch sind. So, die sind zum Beispiel noch auf 5 cm. Ich schneide ab 7. So, sind nicht weg. So, da musst du dabei sein. Kannst du sagen, ja, dann einfach, ich schneide mal tief, ich schneide auf 5 cm, dann habe ich viel mehr von meinem Wachstumskegel weg. Genau, stimmt genau, aber im Hintergrund Grasnarbedichte. Also ich so tief schneide und es ein bisschen trockne, dann kommt da das Unkraut hoch und die Gräser nicht mehr. So, da muss ich auch beobachten, wie gehe ich damit rum. Oder zum Beispiel Mulchen. Ja, Mulchen, so habe ich früher Treckerferne gelernt. Ja, dann war immer mein Vater, als die Kühe weg waren, nach einem Beweidungsschnitt. Geh mal mit dem Mulcher da rein, einen Tag nach dem Kühe, dann ist die Gülle ein bisschen verteilt und ist alles schön homogen und das sieht schön aus. Aber jetzt, als ich etwas mehr Know-how habe und gelernt habe, ist Mulcher auch nicht super. Weil mit Mulcher ist normalerweise die Schnitthöhe nicht 7, aber noch ein bisschen höher. So was machst du eigentlich? Alles machst du homogen. Aber das könnte noch so sein, dass ich die Hälfte von die Wachstumskegel wegnehme. Andere Hälfte nicht und damit so eigentlich ja noch nicht alles homogen macht und dann eine Woche später, die ganze vielleicht auch praktisch, siehst du noch, dass da gibt es irgendwo Ehre, da nicht, da schön, so eigentlich ist der Mulche auch noch nicht perfekt. Oder, das kannst du sagen, mach mal Mulche, mal wacht erstmal eine Woche, dass wie genau wie nicht so früh schneiden, dass alle Apexe oder Wachstumskegel hoch sein und dann alles wegnehmen. Weil dann das neue Material kein Ehre mehr macht dieses Jahr. Dann eigentlich die Hinweise, eigentlich die Zusammenfassung, was ist dann gut und wie komme ich eigentlich zu meinem optimalen Zeitpunkt für den Schnitt. Ganz einfach ist eigentlich, die so ist nicht gut. So, zu früh oder zu spät ist das nicht. Zu früh hast du Topqualität, Protein ist super. Die Gräser haben einen richtig schönen viel Ertragaufbau. Aber, ja, Apex konnte noch kommen und weniger Ertrag, so kosteneffizient ist das ein Problem. Das sind nicht Verbau, die sagen, mit 2 Tonnen gehe ich dran und ich schneide mal 8 Mal pro Jahr, zum Beispiel. Zu spät, ja, super,
Höheertrag, da kommen keine eher mehr, weil da hast du dann vielleicht rausgemäht, aber dann hast du nicht genug gedüngt, nicht genug Protein, was Maren erklärt hat, was rechts oben, auch die Energie und Qualität ist weg, so damit ist das auch ein Problem. Und langsamer im Aufwuchs, so damit viel braun und grau. So, Zug ist nicht super. Probieren wir weiterzugehen. So, was ist dann das Optimum? Wie gesagt, ist das dann jedes Betrieb ein bisschen anders. Hier ist das trockene, hier ist das warm im Frühjahr. So, das könnte alles ein klein bisschen anders sein. Aber eigentlich ist das Einzige, probiert auch hier auf Betrieb zu bringen und vielleicht die Daten sind ein klein bisschen so andere, aber die Zwischenzeit zwischen die Daten ist ungefähr gleich. So, eigentlich, was ich sagen sollte, ist eigentlich probieren, die erste Schnitt richtig früh zu machen, so letzte Aprilwoche oder erste Woche Mai bei uns zu Hause als Beispiel. Weil die Apex danach niedrig ist, so die schneide ich nicht weg, die kopfe ich nicht. Und damit bleibt die Regenerationsgräser da, zu einer höheren Wachstumsrate pro Tag, so viel Ertrag bis das Moment, dass sie später gemäht wird. Nehmt man in den Kopf, dass dann noch immer da die Blüte kommt. So, du musst nicht denken, nach das, dann bin ich für das ganze Jahr fertig, dann kommt alles gut. Nee, du musst noch beobachten, dass da die Schnitt mit dem Ehre kommt. Und das ist dann ungefähr die 4 Wochen später. Und dann kommst du dann letzte Woche Mai, erste Woche Juni. Und dann musst du da sein, dass eigentlich rausgeht und guckt, das Moment, dass die Ehre vielleicht ungefähr da ist, aber noch nicht groß, dass das weggenommen wird, dass die Ehre weg sein, aber die Qualität noch nicht negativ beeinträchtigt werden. Das ist eigentlich dann Optimum. Aber genau wie das immer ist in Natur und mit Bauern und so weiter, ich rede es hier im Büro ganz einfach, aber ja, in Praxis ist das immer etwas schwieriger. So zum Beispiel, wenn die erste Schnitt früh nicht möglich ist. Ich habe nicht genug gedüngt, war zu nass, zu kalt, eigentlich zu wenig Frühjahrswachstum, so damit ja, war da noch nicht genug. Das ist so kosteffizient. Eigentlich wie bei uns zu Hause, Bock 2. Was ist dann eigentlich, was ich sage? Probier mal lange zu warten. Weil dann kannst du lange die Höhe Wachstumsrate mitnehmen und damit ja, positiv sein. Aber dann hast du die Bauer. Die sitzt da schön, Sonne kommt da, hört etwas, Nachbar fängt an zu mähen. Ja, dann hast du ein Problem, weil die Nachbar fängt an. So, was machst du dann? Und das ist dann, was du mal siehst, dann geht ich selbst auch mal ran und ich schneide es auch. Eigentlich habe ich dann gewartet, aber noch nicht lang genug. Dann sag mal, ich nähe kurz vor Mitte Mai. Was mache ich dann? Eigentlich ist die Apex dann nog 6 cm und gehe ich los en ik snijde nähe op 7 cm. Was passiert dann? Ja, eigentlich nichts mit die Apex, weil die Apex ist nog runter. So damit habe ich eigentlich den ersten Schnitt, top Qualität, top Ertrag, kein Problem. Aber, was haben wir gelernt? Letzte Woche Mai, erste Woche Juni, kommt die Ehre da. Das ist so. Da ändert sich nicht so viel. Ja, und dann ist das Problem da. Mitte Mai, Düngung machen und so weiter. Und dann in 2, 2,5 Wochen ist schön Ende Mai. Kommen die Gräser da, kommt die Ehre da. Ja, Ertrag ist noch nicht da. Die Düngung ist vielleicht noch gar nicht eingeregnet. Dann hast du das Problem. Ja, das bekannte Problem praktisch. Was mache ich dann? Muss ich dann die zweite Schnitt mal länger warten, weil dann mehr Ertrag kommt, aber dann die Qualität ist komplett weg, weil dann kommt die Ehre da. Oder muss ich dann die zweite Schnitt nach 2,5 Wochen nehmen mit nicht super Ertrag, Qualität okay, aber die Proteinquelle, die viel zu schnell ist. So, dass es dann etwas auch passieren soll. Oder die zweite Bullet Point da. Ja, Nachbar fährt mal an. Ja, du musst auch. Keine eigene mehr. Ruf die Lohnunternehmer an. Ja, ich habe jetzt keine Zeit, weil alle Bauern fangen an. Ich komme nächste Woche, so kurz nach Mitte Mai, so eine Woche später. Was passiert dann? Der Apex ist ein bisschen höher geworden in den letzten 3, 4, 5 Tagen. Apex ist ab 8, 9 cm. Schnitthöhe 7 cm. Was passiert dann eigentlich? Eigentlich schneidest du oder kopst du dann alle Apexen weg. Und damit ist kein Problem für Qualität und Ertrag auf dieses Moment. Aber eigentlich sind die fernisierte Pflanzen, werden dann gekocht und damit ist eigentlich die Wachstum weg. Die letzten 3, 4 Wochen Wachstum, die eigentlich genutzt werden möchte,
brauche ich nicht mehr, weil dann kommt das neue Material da, sodass eigentlich nicht das Füllpotenzial von dem Wachstum mitgenommen. So, ja, was kannst du dann eigentlich probieren zu machen, als es im Frühjahr nicht früh genug dran sein konnte? Sollte ich eigentlich probieren zu sagen, probiere dann doch noch ein bisschen länger zu warten. So, probiere dann zum Beispiel letzte Woche Mai ungefähr. Nicht richtig bis Juni, weil da kommt dann vielleicht die 6 Tonnen Trockenmassertrag und das ist zu viel, das letztes Jahr auch mal gehabt, was dann die Protein viel zu verdünnt war. Aber probiere dann doch ein bisschen länger zu warten, dass du so lange wie möglich die fermentierte Pflanze nutzt. Aber da musst du doch richtig rausgegeben in Fläche und fühlen. Und fühlen, wo die Apex, die Wachstumskegel mal ist. Und das denkst du, kannst du das? Ja. Also das mal probiert dieses Jahr. Also die Pflanze, die Stängel, und da fühlst du ein dickes Ding. Und dass du mit dem Nagel und mit deinem Mess ein klein bisschen kaputt machst, kannst du das dicke Ding ja auch noch die Apex, noch nicht hart, aber siehst du die Anfang von die Apex, von die Ähre darin sein. Und da musst du sagen, da muss ich eigentlich probieren, mit Schneiden die wegzuschneiden und nicht so lange zu warten, dass die ganze Apex voll ist, weil dann verlierst du die Nelk pro Tag extrem. So, da unterschneiden, dass auch die zweite nicht mehr die Blüte da ist. Was dann zum Beispiel ja interessant ist, dass du so etwas machst, das könnte eigentlich allein also auch richtig höhere Erträge erwarten und auch zum Beispiel die Düngung damit warst. Oder du musst auch können warten. Also ich nicht genug gedüngt habe und ich sage, warte nochmal, dann kommt noch 1,5-2 Tonnen dabei, dann ist die Proteinquelle viel zu verdünnt. So damit ist auch die Idee, ja, es muss auch möglich sein. So, ja, letzte paar Minuten eigentlich eine Zusammenfassung von was wir jetzt gehabt haben. So eigentlich probiere mal erstes nicht richtig früh zu machen. Letzte Aprilwoche, erste Woche Mai, weil dann profitiert so lange wie möglich von der Höhe Wachstumsrate. Und wenn ich die Apex nicht verloren. Als das nicht möglich ist, probiere etwas länger zu warten, so ungefähr letzte Woche Mai. Aber probiere Deckungshauer, ob das überhaupt möglich ist, zum Beispiel mit Düngung. Bei Beweidung ist hier in den Niederlanden, sagen wir immer, Maaien im Dienst von Beweiden. Und das meint eigentlich, ich muss mal mähen, um Beweidung gut zu machen. Also ich muss mal die Apex, die Wachstumskegel wegmähen. Und damit hast du ein ja, schönes Beweidungsschnitt für die Kühe im nächsten Mal. So, die Apex muss einmal weggenommen werden. Dann habe ich noch ein Ding dabei. Alles, was ich hier gesagt habe, ist ganz interessant und ist auch schon Frühjahr. Man sollte vielleicht noch Bausteine sagen, hey, das mache ich schön, aber im Sommer gibt es doch noch Ähre und Stängel. Und das ist ganz interessant, weil das hat überhaupt gar nichts mit diesem Thema hier zu tun. Was wir hier sagen, hat nur zu tun mit wie die Pflanze wächst und alles. Im Sommer kann es noch so sein, als eine Pflanze richtiges Stress hat, viel zu trocken und so weiter. Dann kann es noch sein, dass es auch mit Natur so, als das Stress ist, dann denke ich, ich möchte mal weitergehen, ich muss mal Kinder machen, so, da kann auch noch die Ähre mitkommen. So, das ist etwas total anderes und hat mit Stress und Trocknen zu tun, aber das kann dann auch noch sein. Also kannst du sagen, ich habe eine Top-Idee, die ersten zwei Schnitte sind top gegeben, aber da kommt dann Juli, August, gibt es doch Trocknen, dann kann es doch noch sein, dass da Ähre kommen. Das ist eigentlich ja, unsere Story für heute. So, wir hoffen, dass wir etwas gelernt haben und ja, wie gehen wir weiter? Genau, also wir haben jetzt gerade keine Übersicht über den Chat, aber Luisa, vielleicht kannst du uns Rückmeldung geben, ob Fragen gekommen sind oder wenn jetzt noch Fragen sind, gerne in den Chat schreiben. Genau, hört ihr mich? Eine Frage haben wir jetzt schon im Chat bekommen, eine erste. Es geht um das Thema Düngung. Da steht so früh wie möglich, sobald befahrbar Anfang Februar oder lieber zu Vegetationsbeginn Anfang März oder 8 Wochen vor dem Mähen düngen. Gefahren wird flüssig mit einem Mix aus AHL und ASL 15:6 Lösung. Was empfehlt ihr da? Ja, so früh wie möglich. Eigentlich erstmal, ja, ob das Fläche das kann, dass sie mit dem Schiene draufgehen konnte. Viel zu früh im Februar zum Beispiel, das ist auch ein bisschen, ist die Boden warm und passiert etwas. Ich denke,
zu dumm, nicht richtig auch für die Boden, auch die Pflanzen, die da sein. So, die Pflanze muss etwas machen, was da Dünging ist. Und da kannst du sagen, Gülle kannst du ein bisschen früher fahren, weil das ist kein Problem. Und Mineraldünging ein bisschen später, weil als da viel regnet, ist das zum Beispiel weg. So, ist auch praktisch mal die Idee, ja, wie geht es damit um und ist das möglich, ob, ja, dass da etwas mit dem Boden und Pflanzen mit passiert. So, ich denke, die 8 Wochen oder so, das reicht. Mehr das Idee, als du zu spät bist, dann könnte das sein, dass es zu spät gibt, dass die Proteinquelle noch kein Protein ist, sondern noch Stickstoff ist. Das ist mir auch die Idee. Da muss genug gedüngt werden, dass da auch etwas zu mähen ist. So, ja, 8 Wochen ist normalerweise, sollte das reichen. Maar zo vroeg is dan een kleinere probleem dan zo speer voor proteïnquellen. En dan komt ook direct nog een tweede vraag. Thema Gülledüngung nach dem ersten Schnitt. Kan man da op die Mineraldüngung verzichten, weil man ja wieder in 4 Wochen schneidet? Ja, normalerweise Praxis hier auch in den Niederlanden ist eigentlich nach dem ersten Schnitt doch Gülle und Mineraldüngung machen und dann hast du ungefähr die 3,5-4 Wochen und damit kommt die neue Schnitt. Also ich weiß nicht, ob das genau das Antwort ist für die Frage, aber praktisch wird dann Gülle und Mineraldüngung gebraucht. Okay. Ist die Frage, das müssen wir auch in den Chat schreiben, ob die Frage damit beantwortet ist. Ansonsten kommt noch eine dritte von einem weiteren Zuhörer. Gibt es Unterschiede bei Obergras bzw. bei Untergras betonten Beständen? Hier im Ludwigsburger Raum ist es sommertrocken. Wie geht ihr damit um? Ja, sommertrocken, so wie gesagt, ist total etwas anders, dann was mit dem ersten und zweiten Schnitt anfängt. Aber ja, da kannst du sagen, als das richtig trocken ist, dann könnte es so sein, ich weiß nicht genau die Lokation, die Standort, aber letzte Woche Mai, Anfang Juni, als das schön da dann auch trocken ist, ja, dann muss ich probieren, etwas früher zu sein, dass da noch nicht, dass da das Fullpotenzial von was wachsen ist, auch genutzt werden kann. Aber dass dann im Sommer auch noch sommertrocken ist und damit auch noch Ehre sein. Ja, das ist ein anderes Thema dann, was hier passiert. Und ja, was kannst du damit tun? Ja, probieren, dass da Regen ist und vielleicht andere Gräsersorten zu brauchen, die etwas besser mit Trocknen umgehen können, denke ich. Okay, also geht es auch um die Auswahl der richtigen Mischung. Dann haben wir noch eine Frage bekommen, und zwar gelten diese Hinweise nur für Gräser oder auch für Leguminosen? Also jetzt nicht die zur Düngung, sondern allgemein zu eurem Thema, nehme ich an. Dann schöne Frage. Dann kannst du noch mal nach 2 Folien weitergehen, weil so eine Frage habe ich mal gedacht. Und dann gehe ich noch ein bisschen weiter, weil ich weiß nicht genau, das ist ein deutsches Buch, so ein blaues Buch von Landwirtschaftskammer irgendwo oder so. Genau, das ist die beschreibende Sortenliste, wo in Deutschland alle zugelassenen Sorten für Futtergräser und auch Futterleguminosen aufgelistet sind, und das ist hinten im Buch zu finden. Ja, und was du dann hier siehst, zum Beispiel oben ist Wiesenfuchsschwanz. Da siehst du zum Beispiel, die, was ich da rede, ist ein ganz anderes Termin, ein bisschen Anfang April schön an dem Ehre, oder sind dann Rissen. Das Weilgras ist ein richtig großer Unterschied, weil da macht man ganz viel Süchte mit, das früh mit und späte Sorte. Weißklee, Rotklee, ganz unter, sind auch viel mehr nach Ende, so Mai, Juni. So, das hat damit zu tun, wann dann die Ehre da ist. Aber um es etwas schwieriger zu machen, ich habe gesagt, wir reden viel, aber noch mal ein Foto weiter. Hier ganz interessant, ein Fleck durchs Weilgras links und rechts Fuchsschwanz. Ja, also ich sage, warte noch mal bis 4 Wochen, wie die durchs Weilgras da ist, dann hast du gar keine Qualität Milch mehr mit diesem Fuchsschwanz. So, das ist auch für die Bauern zu sagen, wann schneide ich. So, ich sage, die Rechse ist die eigentlich vielleicht ein bisschen spät, also richtig Milchproduktion braucht. Das ist ein Ding. Und das andere, was noch schwierig ist, was ich hier erkläre, ist normalerweise viel mit Deutsch Weilgras. Ich weiß nicht, vielleicht sind da noch auch Bauer, die auch Ackerbauer sein und Saatgutproduktion zum Beispiel mit dem DSV machen. Mit Welses Weilgras ist das total anders, weil Welses Weilgras könnte mehrmals
eher machen. Schon du die Apex wegnimmst, könnte dann noch schon wieder ein neues Apex kommen. So für jedes Gräsensort ist das noch anders. Aber unser Thema war normal viel Deutsch Weidelgras, weil normalerweise ist doch noch hier in Westeuropa Hauptsache Deutsch Weidelgras. Und damit klappt das hier. Aber pro Sorte konnte das noch anders sein. Genau, und vielleicht da nochmal bei den Leguminosen, das ist von Natur aus auch schon so, dass die Leguminosen an sich eine höhere Verdaulichkeit aufgrund der Blattstruktur haben und deswegen da der Schnittzeitpunkt nicht so einen großen Einfluss auf die Futterqualität bzw. auf die Verdaulichkeit hat, wie jetzt zum Beispiel bei einem frühen deutschen Weidelgras. Okay, dann haben wir noch eine weitere Frage. Wie sehen Sie die Gabe von Kalkamonsalpeter 2 Wochen vor dem Schnitt? Es geht darum, den Rohproteingehalt zu steigern und um den nächsten Schnitt anzuschieben. Gute Frage. Da muss ich ehrlich sagen, dass das richtig mehr mit Düngung zu tun hat und das ist nicht super mein Thema, so vielleicht. Oder vielleicht mein Kollege später nochmal zu beantworten. Ansonsten notiere ich die Frage. Achso, Maren, sorry. Ja, genau, das hätte ich jetzt vielleicht auch gesagt, dass wir uns die Frage einmal notieren und dann im Nachgang nochmal auf denjenigen, der die Frage gestellt hat, zurückkommen. Genau, das machen wir so. Dann haben wir aber auch noch eine weitere Düngungsfrage. Also das Thema Düngung scheint im Zusammenhang mit dem Grünlandschnitt wirklich sehr relevant zu sein. Wie wichtig ist die Schwefeldüngung? Hier wird ziemlich genau nach Calciumsulfat gefragt auf Dauergrünland mit nachgesältem Rotklee vor dem ersten Schnitt. Genau, also da ist die Schwefeldüngung gerade vor dem ersten Schnitt besonders wichtig, gerade die mineralische, weil halt der Schwefel relativ spät pflanzenverfügbar wird. Also der wird in der Regel ab einer Bodentemperatur von 8 bis 10 Grad pflanzenverfügbar und das ist halt in der Regel zum ersten Schnitt noch nicht gegeben und deswegen ist gerade für den ersten Schnitt wichtig, gerade halt auch bei den Leguminosen da eine mineralische Schwefeldüngung zu machen, damit man halt auch keinen bitteren Geschmack bei den Leguminosen hat durch den Schwefelmangel. Okay, und dann haben wir noch eine Frage von einem Pferdebetrieb. Was raten Sie Pferdebetrieben, die immer diese Fruktandiskussion führen? Pferdehalter wollen ja immer in Anführungsstrichen altes Gras haben. Genau, also da ist es ja in der Regel schon mal die erste Grundvoraussetzung, dass man halt eine Mischung wählt, in der von Gräser enthalten sind, die von Natur aus einen geringeren Fruktangehalt haben. Also jetzt nicht unbedingt ein hochverdauliches deutsches Weidegras, sondern eher vielleicht ein Lischgras, was an sich einen höheren Strukturanteil hat. Und natürlich bei den Pferden ist es dann eher der Rohfasergehalt, der hoch sein soll. Das ist dann halt eine andere Herangehensweise als bei einer Milchkuhfütterung, wo es halt darauf ankommt, dass man halt viel Energie und eine hohe Verdaulichkeit hat. Das ist dann halt bei den Pferden eher eine andere Thematik, weil man da natürlich eher die Rohphase haben will. Genau, so eigentlich hier die Figur rechts oben. Das Pferd braucht weniger Grünsalinhalt und mehr Salwand. So, probier dann lange zu warten mit dem Schnitt und eigentlich auch, ich rede als Milchhalter unter 4-5 Schnitte pro Jahr. Kannst du sagen, als Pferdehalter eigentlich, nicht, dass es einfach ist, aber einfacher, weil etwas weniger Energie darin kommt, ist eigentlich später mehr, sodass es lange warten, so sag mal 3 oder 4 Schnitte pro Jahr, also weniger Schnitte macht und mehr Zeit dran zwischen, kommt da mehr Zellwand und das ist, was das Pferd lieber hat. So später schneiden und weniger schneiden, sollte ich sagen. Und dann auch probieren, Mischungen zu haben, weil vielleicht dann etwas weniger grün und mehr rot drin ist. Genau. Gut, das war bisher unsere letzte Frage. Wir warten vielleicht noch 1-2 Minuten, ob noch eine kommt.
Bisher sieht es nicht so aus. Das waren jetzt auch noch keine 1, 2 Minuten, aber ich sehe auch nicht, dass aktuell jemand am Schreiben ist. Ja, wir hatten auf der letzten Folie eingeblendet, wie Sie uns erreichen können. Ich würde sagen, dann beenden wir dieses erste Online-Seminar passend in der Zeit. Wir danken für Ihre Teilnahme. Wir danken vor allen Dingen für die Fragen, die noch offen geblieben ist. Wir werden uns an Sie wenden und dann nochmal genauer darauf eingehen. Ja, ansonsten, falls Sie noch Interesse haben an einem weiteren Gräserthema, es geht nächste Woche noch einmal weiter, melden Sie sich gerne noch zu unserem Folgetermin bezüglich der Grundfutterqualität aus Sicht eines Tierarztes an. Und Sie finden auf unserer Webseite, wie angekündigt, auch noch weitere Online-Seminare, zu denen Sie natürlich herzlich eingeladen sind. Und bedanken uns an dieser Stelle. Vielen Dank an Maren und Luc. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Genau, und sollten noch Fragen aufkommen, also die Veranstaltung ist ja jetzt auch einmal aufgezeichnet worden und sollten dann im Nachgang nochmal Fragen aufkommen, sind Luc und ich dann auch jederzeit erreichbar und beantworten gern die Fragen. Dankeschön. Alles klar. Es kam auch Gleichfalls. nichts mehr. Es kam auch nichts mehr im Chat. Vielen Dank. Wir wünschen allen Teilnehmern noch einen schönen Tag. Ciao. Tschüss. Tschüss.